So, die Aufzeichnung läuft. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser Lehrveranstaltung Zentrale Ideen und Werkzeuge von MEN Plus. Worum geht es heute jetzt beim ersten Abschnitt beim Thema Faustregeln? Es geht darum, dass man manchmal oft genug, denken Sie an medizinische Situationen, man muss eine Entscheidung treffen. Und keine Entscheidung zu treffen heißt auch eine Entscheidung zu treffen. Aber man hat nicht immer überhaupt eine Grundlage, eine wissenschaftliche oder sonst wie seriöse Grundlage dafür, dass man eine Entscheidung trifft. Etwa beispielsweise hier Diagnosen oder auch Therapien in der Medizin. Man hat oft genug keine ausreichende Grundlage, auch in der sogenannten Schulmedizin. Das hatten wir schon, dass die Schulmedizin nicht synonym ist zu evidenzbasierter Medizin. Häufig ist auch da die Situation, dass diejenigen, die eine Diagnose oder Verfahren oder das Ergebnis eines Diagnoseverfahrens interpretieren müssen, eine Diagnose stellen müssen oder auch eine Therapie verordnen müssen, dass die da durchaus im Dunkeln tappen. Und das Einzige, was dann hilft, was dann möglich ist, denn man muss ja eine Entscheidung treffen und wie gesagt, keine Entscheidung zu treffen ist auch eine Entscheidung. Also man kommt da nicht drum herum. Das, was man dann noch übrig hat, das kennt man unter so Begriffen wie unter anderem Faustregeln, die eben aus Erfahrungen entstanden sind, aus vielfältigen Erfahrungen, manche aus den eigenen Erfahrungen, dass man sich seine eigenen Faustregeln bildet, andere jahrtausendelange Erfahrungen in Medizin oder ähnliches. Aber man muss sich natürlich immer bewusst sein, dass eine Faustregel keine wirkliche wissenschaftliche Grundlage ist, nicht dieselbe Validität hat wie eine wissenschaftliche Grundlage. Und man muss sich auch bewusst sein, wenn ich rede von Erfahrungen, dann kann man das, wir haben hier im Prinzip, kann man fast sagen, dass das Erfahrungen und Vorurteile sind zwei Seiten derselben Medaille. Das muss man sich immer klar machen. Erfahrungen sind selektiv, sind punktuell, sind subjektiv, sind verzerrend und damit eben immer wieder in der Gefahr, die Grenze zu echten Vorurteilen zu überschreiten, beziehungsweise eine solche Grenzziehung wird man kaum treffen können. So, ich will mit einem Beispiel aus der Medizin anfangen. Diese Faustregel hat den prägnanten Namen Zebra in Maryland. Solche prägnanten Namen haben natürlich auch den Vorteil, dass man sagen kann, also wenn wir jetzt Zebra in Maryland anwenden, dann ergibt sich folgende Erkenntnis oder so etwas. In der Medizin könnte man natürlich auch übertragen. So, der Punkt ist einfach der, wenn Sie Beschwerden haben, wenn Sie Probleme haben, wenn Sie irgendwelche Symptome haben, dann gucken Sie heutzutage wahrscheinlich ins Internet. Früher hat man vielleicht ein bisschen mehr in populär gehaltene medizinische Bücher geschaut. Und dann finden Sie da potenziell irgendwelche ganz extrem seltenen Krankheiten, auf die Ihr Beschwerdeprofil, Ihre Symptome haargenau passen. Ja. Das ist gemeint mit, es sieht aus wie ein Zebra. Oh, wir reden jetzt von Maryland, einem Bundesstaat der USA. Hat sich einfach so ergeben, dass da von Maryland die Rede ist. Ja, wenn Sie da in freier Wildbahn etwas sehen, was aussieht wie ein Zebra, dann ist es höchstwahrscheinlich doch ein Pferd und kein Zebra. Warum? Weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Zebra ist, die ist natürlich nicht null. Das Zebra kann beispielsweise aus einem Zoo ausgebüxt sein. Aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass, also vor allem, wenn Sie es vielleicht ein bisschen aus der Entfernung sehen und nicht genau sehen können, was ja die Analogie zu der medizinischen Situation ist, dass man nicht genau sehen kann, die irgendwelche Feldwald- und Wiesenerkrankungen, irgendwelche grippalen Infekte vielleicht oder was auch immer, sind so viel häufiger und in so vielen, und die Varianz der Symptome und so weiter ist so groß, dass man doch mit großer Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass es wahrscheinlich doch eher nur ein grippaler Infekt oder so etwas. Es gibt Konstellationen, wo das lebensgefährlich ist. Ja?
typischer, wenn reden wir von dem Thema Blutvergiftung, Sepsis, ja. Da gibt es zwar bestimmte sehr spezifische Symptome, der berühmte Strich in der Ader, der immer länger wird, aber bei weitem nicht jeder Fall von Sepsis hat solche spezifischen Symptome. Viele, viele Fälle von Sepsis haben Symptome, die vergleichbar sind einer ernsthaften Grippe oder ähnliches. Und dann, wenn man das verwechselt, wenn man jetzt Zebra in Maryland anwendet, dann begibt man sich oder der Arzt begibt einen in akute Lebensgefahr, denn eine Sepsis muss schnell behandelt werden. So, aber nichtsdestotrotz, in vielen, vielen Situationen, in vielen, vielen Fällen liefert das die wahrscheinlich richtige Antwort. Und Sie müssen sich das auch mal aus dem Blickwinkel eines Mediziners ansehen. Ja, für den sind Sie ein Fall von vielen. Und letztendlich für ihn oder sie ist, das kann man gut oder schlecht finden, letztendlich ist es sozusagen die Statistik, wie oft man einen Fehler gemacht hat, wie oft man richtig gelegen hat und gelegen ist und das Richtige gemacht hat. Ja, das ist letztendlich für einen Mediziner, für die Selbsteinschätzung, für die Selbstreflexion doch eigentlich das Entscheidende, weil man kann nicht Fehler ganz vermeiden. Man wird nur Anzahl von Fehlern, Wahrscheinlichkeit von Fehlern minimieren können. Dafür gibt es dann solche Faustregeln wie Zebra in Maryland. Und dass Sie dann potenziell nicht darunter fallen, dass Sie doch der eine Fall sind, der diese seltene Erkrankung hat, dann ist das halt für Sie persönlich schlimm, aber für den Mediziner eben eine Zahl in der Statistik. Oder nicht mal eine Zahl, also ein Kopf in der Statistik. So, das weitaus weiter verbreitete, also nicht nur in der Medizin, sondern ganz allgemein, die wahrscheinlich auch bekannteste Faustregel im wissenschaftlichen Bereich ist Ockhams Rasiermesser, benannt nach einem Philosophen William von Ockham. Oh, ich formuliere es mal ganz, ganz kurz. Wenn Sie haben jetzt irgendeinen Sachverhalt, den Sie nicht richtig verstehen, nicht richtig durchdringen, aber Sie können es auch nicht auf sich beruhen lassen. Sie müssen damit irgendwie umgehen. Sie müssen jetzt eine Erklärung finden, mit der Sie dann als Arbeitshypothese weiterarbeiten können. Und dann sagt Ockhams Rasiermesser im Prinzip die einfachste, das heißt die mit den wenigen Zusatzannahmen. Ja, da wo man wenn Sie eine Erklärung haben für Blitz und Donner, in dem die Existenz eines fliegenden Spaghetti-Monsters notwendig ist, um dafür diese Erklärung als Zusatzannahme, dann ist das sicherlich keine geeignete Erklärungsoption in diesem Sinne. Also ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das fliegende Spaghetti-Monster ist so, ich denke, es gibt auch einen Wikipedia-Artikel dazu, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, ist so eine Persiflage auf Religionen. Ja, man ahmt eine Religion nach und zeigt anhand dessen die Kritikpunkte, die man an Religionen allgemein hat. So, nehmen wir ein Beispiel her, Blitz und Donner. Da gibt es ja konkurrierende Erklärungen. Es gibt die althergebrachte Erklärung, dass da irgendwo ein blitzeschleudernder Gott ist, zum Beispiel Zeus auf dem Olymp oder ähnliches. Und es gibt spätestens seit dem 19. Jahrhundert die alternative Erklärung, dass da aus der Elektrizitätslehre. So, nachdem man erst einmal die Elektrizitätslehre als Wissenschaft soweit aufgebaut hat, braucht und verknüpft mit Dingen wie Thermodynamik, ja, diese schnelle Entladung, die zu einer schnellen Aufheizung und dementsprechend zu einem explosionsartigen Ausdehnung und zu dem bekannten Knall führt und aufgrund bekannter Gesetze der Akustik dann bei Ihnen ein paar Kilometer später nur so als grollender Donner ankommt. Ja, die Physik des 19. Jahrhunderts
kommt ohne Zusatzannahmen aus, um Blitz und Donner zu erklären. Während, ja, ich war noch nie auf dem Olymp oder auch nie in der Nähe des Olymps. Ich weiß nicht, wie es da aussieht. Aber es waren wohl genug Leute auf dem Olymp, um dass man sagen kann, also der Götterhimmel ist da wohl jetzt nicht da irgendwo so direkt zu finden. Also denken Sie aber daran, vor dem 19. Jahrhundert war es potenziell eher umgekehrt, ja. Denn das war die Elektrizitätslehre war ja in früheren Jahrhunderten und Jahrtausenden etwas absolut Fantastisches, absolut weit weg von allem, was die Menschen bis dahin überhaupt gesehen haben, was sie intellektuell erfassen konnten aus ihrem Weltwissen heraus. Ja. Da war dann ein solcher blitzeschleudernder Gott, dafür bedurfte es weniger Zusatzannahmen als diese fantastische Vorstellung. Ja, wenn sie in der Zeit zurückreisen würden und Leuten erklären wollten, wie Blitz und Donner nach unserer heutigen Kenntnis entsteht, werden sie wahrscheinlich nicht auf Verständnis stoßen. Sie müssten eine ganze Menge erklären dafür. So, ein anderes Beispiel für Ockhams Rasiermesser ist ganz interessant. Also interessant, glaube ich, ist es, weil das ist die Tatsache, dass es ein Beispiel für Ockhams Rasiermesser ist. Wobei ich das Wort Tatsache dann nochmal relativieren möchte. Das ist jetzt doch ein bisschen auch meine Sicht, auch meine Überlegungen, wo es durchaus vielleicht auch andere Meinungen geben kann. Das will ich nicht ausschließen. So, warum glauben wir eigentlich an die Wissenschaft und nicht an die Religion? Das Wort Glauben ist ja da durchaus nicht falsch, ja. Man behauptet zwar immer, ich als kleiner Mensch, als kleiner Laie außerhalb der Wissenschaft, der jeweils einschlägigen Wissenschaft, könnte mich natürlich theoretisch selbst von allem überzeugen, dass die Wissenschaft hier und da richtig liegt, aber praktisch ist das ja völlig unmöglich. Ja. Ich habe neben meinem Beruf und meinen anderen Verpflichtungen keine Möglichkeit, beispielsweise mich ausreichend über das Thema Klimawandel zu informieren, um wirklich die Behauptungen, die in den Medien von Wissenschaftlern nachzuprüfen. Ja, das ist völlig außerhalb meiner Möglichkeiten. Oder denken Sie an Corona. Ich habe keine Möglichkeit, keine realistische Möglichkeit, die Behauptung nachzuprüfen, ob es diesen Covid-19-Virus überhaupt gibt. Ja, denn dafür müsste ich erstmal wahrscheinlich ein halbes Virologiestudium machen, um überhaupt mich mit dieser Frage befassen zu können. Ja. Also, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Wir glauben an die Wissenschaft, so wie man auch an die Religion glaubt, so wie manche heute an die Religion glauben, viele, sehr, sehr viele. Und so wie früher eigentlich wahrscheinlich alle an die Religion geglaubt haben. Also die Frage ist eigentlich, warum glauben wir an die Wissenschaft? Warum glauben wir nicht an die Schöpfungsgeschichte in irgendeiner Religion? Sondern warum glauben wir an die Darwin'sche Evolutionstheorie in der heutigen Fassung, in der heutigen Ausprägung? Ja? Von der wir aber auch wissen, dass sie nicht das letzte Wort ist, sondern es wird da sicherlich noch weitere Erkenntnisse geben. Warum glauben wir an die Evolutionstheorie und nicht an die Schöpfung? Und da kommen wir jetzt zu Ockhams Rasiermesser. Wenn wir in unserem Kulturkreis denken wir natürlich an die biblische Schöpfungsgeschichte, dass Gott die Welt in 6 Tagen schuf, am 6. Tag die Menschen und am 7. Tag ruhte er. Und wenn das zum Beispiel, wenn man die Frage zum Beispiel lautet, warum glaube ich nicht an diese Schöpfungsgeschichte? Naja, der Gedanke, dass da so ein einzelnes Nomadenvolk, soweit ich weiß, war das israelitische Volk ja überwiegend in diesen frühen Zeiten nomadisch, dass die Offenbarung bekommen haben und alle anderen nicht und dass die gesamte Wissenschaft da seitdem entweder völlig in einem Irrtum befangen ist oder sogar vielleicht mit Absicht uns in einem Irrtum befangen lässt, das bedarf doch so einiger Zusatzannahmen. Also da, wir kennen ja alle mehr als genug Wissenschaftler und zumindest mein Eindruck ist nicht, dass die real existierenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ich kenne,
dass die wirklich so leicht kollektiv irren oder gar betrügen. Anderer Punkt, warum glauben wir, dass die Mondlandung tatsächlich passiert ist? Das glauben wir ja nicht alle. Ja, man kann ja durchaus auch in Zweifel ziehen, dass die Mondlandung passiert ist. Ja. Kennedy hat, ich glaube, 1963 versprochen, bis zum Ende des Jahrzehnts Leute auf den Mond zu bringen. Also die USA bringen Leute auf den Mond. Und am 21. Juli 1969, also ganz, ganz knapp vor Ende des Jahrzehnts, ist es tatsächlich passiert. Ja. Es wäre denkbar, dass die NASA erkannt hat, sie kriegt das nicht gebacken, sie kriegt das nicht hin, vielleicht grundsätzlich nicht, vielleicht aber auch nur nicht in diesem Zeitrahmen und dann entsprechend stattdessen einen Fake gebaut hat. Ja. Es gibt viele Leute, die eher das glauben, als dass die Mondlandung tatsächlich passiert ist. Und auch hier ist es wieder so, ich sehe für mich persönlich überhaupt keine Handhabe, um das wirklich zu entscheiden, ob die Mondlandung passiert ist oder nicht. Aber es gibt so ein paar Umstände, die es sehr unwahrscheinlich machen, dass die Mondlandung ein Fake war. Insbesondere der Kontext. Der Kontext war ja der Systemwettlauf zwischen Westen und Osten, insbesondere zwischen den USA und Sowjetunion. Und seitdem die Sowjetunion 1957 den Sputnik als ersten Satelliten in die Umlaufbahn geschossen haben, der regelmäßig auch über die USA rübergezogen ist und da seine Funksignale abgegeben hat. Ja, alle Amerikaner konnten regelmäßig schauen, dass die Sowjets führend waren. Dann Juri Gagarin, der erste Mensch auch wieder von den Sowjets, vorher das erste Tier von den Sowjets, die erste Astronautin, Valentina Tereshkova von den Sowjets und so weiter. Ja. Wenn die Mondlandung ein Fake gewesen ist oder gewesen wäre, so ziemlich jeder Hobbyfunker auf der Welt konnte nachprüfen, dass die Radio- und Fernsehsignale aus der Richtung Mond kamen. Also entweder direkt so, wie die Amerikaner das behaupten, oder durch eine geheime Relaisstation oder wie auch immer. Ja, und die Sowjets hätten sicherlich noch weitergehende Möglichkeiten gehabt, festzustellen, mehr als nur, dass die Signale aus der Richtung Mond kamen, und hätten sicherlich die Möglichkeiten gehabt und absolut das Motiv gehabt, aufzudecken, dass das ein Fake ist. Ja, das macht es für mich persönlich sehr, sehr unplausibel, dass die Mondlandung ein Fake war. Ein anderes Beispiel, was abgeleitet ist von Ockhams Rasiermesser, nennt sich Hanlons Rasiermesser. Der Spruch wird vielen verschiedenen Leuten der Geschichte zugeschrieben, unter anderem, soweit ich weiß, auch auf Napoleon Bonaparte. Ja, man soll nichts auf Böswilligkeit zurückführen, was sich auch durch Unfähigkeit erklären lässt. Ja, also der Mensch scheint dazu zu neigen, aufgrund seiner emotionalen Disposition in allem immer nicht eine blinde Naturgewalt zu sehen, sondern gute und böse Absichten. Das scheint unvermeidbar im menschlichen Gehirn so zu sein, dass der Mensch immer versucht, auch hinter Blitz und Donner und was auch immer, eine gute oder eine böse Absicht zu erkennen. Und dieser Satz ist sozusagen ein bisschen das Gegengift dazu, wenn man irgendwo Böswilligkeit argwöhnt, dass man sich immer klar machen muss, das muss überhaupt keine böse Absicht gewesen sein. Da ist mir zu dem Punkt auch noch ein Zitat von Helmut Schmidt eingefallen, dass ich da gerne auch zum Besten gebe, was meines Erachtens da sehr gut dazu passt. Ja. Also wenn Sie mal wieder denken, dass unsere Bundesregierung oder Landesregierung oder Bürgermeister oder auch Opposition, dass die mal wieder ganz, ganz böse sich verschworen haben, wie bei Covid beispielsweise, denken Sie daran, unterschätzen Sie nicht diese alternative Erklärung. Beispielsweise bei Covid heißt ja Unfähigkeit nicht irgendwie
mangelnde Intelligenz oder so etwas, sondern Unfähigkeit heißt ja auch, man hat einfach nicht genügend Informationen, auch die Wissenschaft hat nicht genügend Informationen geliefert, sodass man also keine Entscheidungsgrundlage hat und in dem Sinne unfähig ist, die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, Unfähigkeit muss ja nicht immer intellektuelle Unfähigkeit heißen. Ja, das ist sicherlich ein gutes Gegenmittel gegen Glauben an Verschwörungstheorien, wobei ich persönlich sogar noch einen Schritt weitergehen würde und sagen würde, man soll nichts auf Böswilligkeit oder Unfähigkeit zurückführen, was sich auch durch Kommunikationsprobleme erklären ließe. Aber umgekehrt, nur weil etwas Verschwörungstheorie ist, ist deshalb noch lange nicht falsch. Es gibt da so einen Witz, beliebt unter Mathematikern, Informatikern. Nur weil ich paranoid bin, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht verfolgt werde. So in diesem Sinne. Ja, ein böses Beispiel dazu ist, vor ungefähr 20 Jahren hat eine Koalition, angeführt von den USA, nochmal den Irak angegriffen, zweiter Irakkrieg. Der erste war ungefähr 1990. Der zweite, und hatte gute Gründe, weil vorher der Irak Kuwait angegriffen und besetzt hat. Der zweite, da war die Behauptung, die mit der in der Öffentlichkeit dieser Angriff gerechtfertigt wurde, die Hauptrechtfertigung, dass der Irak an Massenvernichtungswaffen arbeitet und auch schon eine gewisse Menge an Massenvernichtungswaffen hat, also ABC-Waffen, atomar vielleicht noch nicht, biologisch und chemisch aber, und dass man ihm da Einhalt gebieten muss. Und das hat sich dann ziemlich schnell, nachdem der Irak besiegt worden ist, nachdem also diese Koalition Zugang hatte, wo immer sie wollte im Irak, hat sich dann dieser Verdacht absolut nicht bestätigt. Aber im Nachhinein war klar, dass dieser Verdacht, sagen wir mal so, nicht sehr seriös war, dass man nicht wirklich auf Basis von fundierten Gründen diesen Verdacht so öffentlichkeitswirksam geäußert hat. Ja. Oder das Beispiel vom Bundesministerium für Gesundheit, will ich jetzt nicht weiter vorlesen. Ich denke, Sie können noch aus Ihrer eigenen Erinnerung Ihre eigene Erinnerung abgleichen mit diesem Tweet vom Bundesministerium für Gesundheit. So, ja, wie kann man jetzt irgendwie, wenn man verschiedene Theorien hat, ja, gerade zum Beispiel Schulmedizin, Alternativmedizin oder Ähnliches, wo es ja auch wirklich wichtig ist, gehe ich jetzt zum Arzt und lasse mich da mit harten Medikamenten vollpumpen oder gehe ich zum Alternativmediziner und nehme da so homöopathische Globuli? Was mache ich am besten? Und für solche Fälle gibt es auch noch eine Faustregel, der man folgen kann oder nicht. Wir hatten das schon mit der Offenbarung von vor ein paar tausend Jahren für einzelne Menschen. Das passt hier ganz gut damit zusammen. Nämlich dass man eher denen glaubt, die permanent ihre Ansichten auf Basis von neuen Erkenntnissen revidieren. Und so schnell, wie man sich das wünschen würde, ist es in der Wissenschaft, in der empirisch arbeitenden Wissenschaft und auch in der Schulmedizin nicht. Da würde man sicherlich etwas weniger Beharrungsvermögen wünschen, aber im Prinzip ist es so. Während zum Beispiel Homöopathie immer noch so gelehrt und angewendet wird, wie es ursprünglich entwickelt worden ist, ohne Wenn und Aber. Und man muss für sich selber entscheiden, wie rum man diese Faustregel sieht. Sieht man es tatsächlich so, wie ich das oben formuliert hatte, eher dem Glauben, der sich immer wieder aufgrund neuer Erkenntnisse korrigiert, oder glaubt man eher dem, der behauptet, dass er einmal die
die ein für alle Mal gültige Wahrheit gefunden hat. Also ich persönlich würde aus meinem, gar nicht mal aus wissenschaftlicher Sicht, sondern aus meiner Alltagserfahrung sagen, dass unumstößliche Wahrheiten eher unwahrscheinlich sind. Also eher unwahrscheinlich, dass die wahr sind. So, jetzt können wir uns immer nur mit Faustregel behelfen. Nein, zum Beispiel, dass die Erde eine Kugel und keine Scheibe ist. Das kann man selber herausfinden. Ja? Wenn Sie zum Beispiel in eine andere Zeitzone fliegen, dann müssen Sie die Uhr umstellen, damit die Sonne wieder zur selben Zeit im Zenit ist, nämlich zur Mittagszeit. Dass die Tageslichtzeiten die gewohnten sind. Ja? Das ist, sehe ich nicht, wie das vereinbar sein könnte mit der Hypothese, dass die Erde eine Scheibe ist. Oder wenn Sie zur Südhalbkugel gehen, dann sehen Sie, dass die Sonne und der Mond andersrum gehen, dass die Mondphasen andersrum sind. Und zum Beispiel, ich habe jetzt nur ein Beispiel herausgegriffen, das Kreuz des Südens. Sie sehen Sternkonstellationen, die Sie auf der Nordhalbkugel nicht sehen können, niemals sehen können, jedenfalls nicht in unseren Breiten. Und ich sehe auch nicht, wie das vereinbar ist mit der Hypothese, dass die Erde eine Scheibe ist. Also Sie sehen, ich sage nicht, es ist damit bewiesen, dass die Erde keine Scheibe ist, oder ich sage schon gar nicht, dass es bewiesen ist, dass die Erde eine Kugel ist. Ich sage nur, ich sehe nicht, wie das vereinbar ist mit der Hypothese, dass die Erde eine Scheibe ist. Also bin ich gewillt, davon auszugehen, dass mangels dritter Alternative, die ich auch nicht sehe, gut, es gab mal so eine Hohlwelttheorie, die mir aber auch nicht plausibel erscheint. Also wo man davon ausgeht, dass die Erde in Wirklichkeit dass wir im Inneren der Ober, also auf der inneren Oberfläche einer Kugel leben. Aber das erscheint mir auch erst recht nicht plausibel, sodass ich also geneigt bin. Beziehungsweise eine empirische Beobachtung habe ich tatsächlich auch mal gemacht. Ich habe eine Zeit lang am Bodensee gelebt und einmal waren die Sichtverhältnisse untypischerweise bei einer extrem schönen Wetterlage so gut, dass man mit dem Fernrohr von Konstanz aus Bregenz sehen konnte. Genau gegenüber, um Größenordnung, glaube ich, so 50, 60, 70 Kilometer entfernt. Und dann konnte man tatsächlich sehen, dass man in Bregenz nicht den Seespiegel sehen kann, also nicht die ersten Meter oberhalb vom Niveau des von der Höhe des Sees über NN, sondern erst alles, was ein paar Meter deutlich höher ist als das, genauso wie es die Erdkrümmung ja eigentlich entsprechend ergeben sollte. Ich habe jetzt nicht genau nachgemessen, ob das jetzt das, was ich da sehe, ob das jetzt genau der Vorhersage gemäß Erdkrümmung ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass das alles stimmt. Ich wüsste keinen Einwand dagegen. So, Covid-19. So, das hatten wir eben schon. Ich sehe mich nicht in der Lage, jemals mich so weit einzuarbeiten. In das vielleicht nach der Pensionierung, aber ich hoffe mal, dass ich was anderes zu tun habe dann. Ich hoffe, dass es auch keinen Grund mehr gibt, sich dann nochmal in Covid-19 einzuarbeiten, sondern ich hoffe, dass das dann tatsächlich Geschichte ist. Aber ich sehe keine Möglichkeit, mich da so weit einzuarbeiten und habe deshalb von vornherein gar nicht erst versucht, mich in irgendwas wissenschaftlich zu einzuarbeiten. Wahrscheinlich werden extrem viele Covid-Skeptiker, Covid-Leugner, Impfgegner und so weiter sich wissenschaftlich sehr viel besser auskennen als ich. Wobei aber eben auch das eben nur ein so solches Halbwissen ist. So, ja, also man wird schon ein bisschen Virologie, ein bisschen Epidemiologie und alles Mögliche studieren müssen, um zu einer Entscheidung zu kommen, was man eigentlich tun sollte. Ne? So, warum habe ich dann entschieden, mich impfen zu lassen, mich boostern zu lassen? Warum habe ich und mit Maske zu tragen und auf keine solche Impfskeptiker und Covid-Skeptiker-Demo zu gehen und so weiter und so fort? Warum? Und ich würde mal vermuten, dass das eigentlich die übliche
Sichtweise der allermeisten Menschen ist, nur zum Zwecke dieser Lehrveranstaltung und auch aus eigenem Interesse habe ich mal versucht zu reflektieren, warum habe ich eigentlich so entschieden und nicht anders? Also jedenfalls nicht, weil ich weiß, was wissenschaftlich Sache ist. Das kann man schon mal abhaken. Der Punkt ist aber der, es ist eigentlich, ich muss gar nicht wissen, ob das Virus existiert, um eine Entscheidung zu treffen für Impfen und Boostern. Und ich muss auch nicht wissen, ob die Impfungen wirklich funktionieren, so wie versprochen, für meine Entscheidung. Sondern das Einzige, was entscheidend ist, ist, die Entscheidungen sind ja asymmetrisch. Sie sind ja nicht symmetrisch. Ja? Die Entscheidung, dem Mainstream, den Vorgaben, den Medizinern, den Politikern zu folgen und die versus die Entscheidung, dem nicht zu folgen, das ist, also man muss eigentlich gute Gründe haben, dem nicht zu folgen. Man muss keine guten Gründe haben, dem zu folgen. Ja, das ist auch eine Faustregel, der man nicht folgen muss, aber der wir eigentlich täglich typischerweise folgen und die sich ja auch immer und immer wieder bewährt. So, was wäre jetzt ein Grund dafür, hier aus der Reihe zu scheren, dem Mainstream nicht zu folgen? Naja, wenn die Regierung ein falsches Spiel treibt, da erinnere ich nochmal an den Satz von Helmut Schmidt von eben, man soll die Unfähigkeit der Regierung nicht unterschätzen, beziehungsweise nichts auf Böswilligkeit zurückführen, was nicht auch durch Unfähigkeit. Erklärbar ist Unfähigkeit auch im Sinne, es sind nicht genug Daten da, um fähig zu sein. Und oder dass eben die Regierung mehr weiß, aber es gibt diesen viel zitierten Spruch von Thomas de Maizière, damals Bundesinnenminister, der in einer Pressekonferenz oder ähnlichem nach etwas gefragt wurde zum Thema Flüchtlingskrise damals und der darauf die Antwort verweigert hat und als Begründung gesagt hat, ein Teil der Antwort könnte die Bevölkerung beunruhigen. Ja, nicht sehr geschickt vielleicht sich da ausgedrückt, weil er damit genau das, diese Beunruhigung erst hervorgerufen hat, die er damit vermeiden wollte. Aber könnte auch hier sein, dass ein Teil der Antwort die Bevölkerung beunruhigen könnte und dass die Regierung dafür entscheidet, die Menschen dann mit diesem Risiko allein zu lassen, aus einem übergeordneten Grund heraus, was aber mich als einzelnen Menschen dann doch stören würde, wenn ich mich dann aus diesem übergeordneten Grund heraus einem solchen Risiko aussetzen muss. Aber weil ich sowas alles beim besten Willen oder beim schlechtesten Willen nicht gesehen habe, habe ich mich dafür entschieden, dem Mainstream zu folgen. Und dann, als ich dran war, als ich zu einer der Gruppen gehörte, für die dann die Impfung freigegeben oder sogar empfohlen wurde, habe ich das dann gemacht. Und ich sehe bis heute keinen Grund für mich persönlich. Ich sehe auch im Nachhinein mich weder in einer Risikogruppe für Covid noch für die Impfung. Und so ähnlich wird es wahrscheinlich bei den meisten Menschen gewesen sein, nur nicht mal wirklich explizit artikuliert. Das ist meine Vermutung. So, das haben wir jetzt, dieses Thema Faustregeln. Ein sehr wichtiges Thema, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, denn wie gesagt, wir werden immer wieder in Situationen sein, in denen wir nicht kein definitives Wissen haben. Jetzt komme ich noch zu einem anderen Thema, beim Thema seriös arbeiten, nämlich Recherche ist natürlich ein wichtiges Thema beim seriös arbeiten im wissenschaftlichen Bereich und auch hier wieder natürlich nicht nur bezogen auf MINT-Fächer, sondern auch darüber hinausgehend, wobei ich natürlich auch hier sagen muss, ich habe nicht den Einblick in alle Fachrichtungen, dass ich hier wirklich ein für alle Mal Behauptungen aufstellen kann, die dann für alle Fachrichtungen gelten. So dürfen Sie das natürlich dann nicht interpretieren, was ich hier sage. So, Sie sehen jetzt hier ein paar Beispiele für Aspekte der Thematik, also verschiedene Quellen und dann noch verschiedene weitere Aspekte, die ich, das kennen Sie ja schon, jetzt alle nacheinander durchgehen würde. Und zwar in der Reihenfolge, in der sie hier aufgeführt sind. Fangen wir mal an mit dem Thema populäre Experten in den Medien. Einer der häufigsten, wenn man sich das mal klar macht, in den Altmedien, also Fernsehen, Radio, Zeitungen, Zeitschriften,
eine der häufigsten Quellen, auch im Internet eine der häufigsten Quellen, aus denen man sich bedienen kann, um etwas über die Welt zu erfahren. Denken Sie beispielsweise an das Thema Corona. Aber auch in den sozialen Medien, wobei da dann die Frage, was ein Experte ist, dann noch etwas breiter gestreut ist. Ja, wir hatten ja zum Thema Corona dann auch Fernsehköche, also einen Fernsehkoch, glaube ich, als Experten und ähnliches. So, dieses Thema kann man leider ganz, ganz kurz abhandeln mit diesem einen Satz, den ich nicht. Ist das ein Einsatz oder sind es mehrere Sätze? Ich glaube, das ist alles ein Satz. Ja. Der, glaube ich, alles soweit sagt. Ich bin auch öfters mal schon als Experte Fernsehen, Radio gewesen und muss schon sagen, gab auch Anfragen, wo ich mir schon die Frage gestellt habe, warum ich da als Experte gefragt werden sollte. Allerdings möchte ich dann auch noch eine weitere Information jetzt hier mündlich dazu geben. Also mir ist das auch schon mehrfach passiert, auch von Öffentlich-Rechtlichen, dass meine Wortbeiträge in der Aufzeichnung so zusammengeschnitten worden sind, also erstmal auseinandergeschnitten und dann mit anderen Sachen zusammengeschnitten worden sind, dass da das praktisch genau das Gegenteil von dem rüberkam, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, auch öffentlich-rechtlich. Ihr Sender. Und das ist, machen Sie sich bewusst, wenn Sie einen Experten und eine Expertin mit einer absolut für Sie unsinnigen Meinung da im Fernsehen zum Beispiel sehen oder anderswo, machen Sie sich bewusst, dass diese Person vielleicht mit dem, was sie da im Fernsehen sieht, auch nicht glücklich ist. So, mehr braucht man, glaube ich, dazu nicht zu sagen. Also vergessen Sie Experten einfach am besten. Ein bisschen schwierig, ja. Aber wir hatten auch das Thema bei Corona. Ja, es gab Virologen in die eine Richtung, Virologen in die andere Richtung. Wem glaubt man jetzt? Glaubt man demjenigen, dem auch die Regierung glaubt? Warum sollte man das tun? Andere Leute glauben dem anderen, weil sie gerade nicht dem glauben wollen, dem auch die Regierung glaubt. Ja, also schwieriges Thema. Gut, anderes Thema, Label, Zertifikat und so weiter. Das ist auch wieder für den Alltag, für Verbraucherschutz beispielsweise oder für Gesundheit sehr interessant. Ich greife hier ein paar Fallbeispiele zu dem Thema auf. Sie kennen CE, geprüfte Sicherheit. Müssen sich klar machen, dass das nicht in dem Sinne ein Prüfsiegel ist, wie beispielsweise eine TÜV-Prüfsiegel. Weil TÜV-Prüfsiegel heißt, der TÜV hat geprüft. Ob das jetzt aussagekräftig ist, sei mal dahingestellt. Zum Beispiel bei TÜV-zertifizierten Geldanlagen gab es schon böse Überraschungen von Leuten, die auf das TÜV-Siegel vertraut haben, da ihr Geld reingesteckt haben und erst im Nachhinein herausgefunden haben, was dieses TÜV-Siegel tatsächlich besagt und was es vor allem, was es nicht besagt, nämlich nicht besagt, dass es eine sichere Anlage oder so etwas ist. Ja, und bei CE ist es sogar noch etwas anders, nämlich dass der Hersteller das selber, es ist einfach eine Behauptung des Herstellers, dass es nicht mal die Behauptung, dass er das geprüft hat in dem Sinne, sondern dass das Produkt, das er verkauft, die entsprechenden Sicherheitseinrichtungen hat. Oder was Sie auch sehen an verschiedenen Stellen sind inflationäre Vergabe von Labels. Ja, ich denke zum Beispiel im Bereich Lebensmittel, ja, Weine oder Wurst, Fleischwaren und alles mögliche andere, dass es einen Haufen verschiedener Produkte gibt, die alle das goldene Label haben von dem und dem, von der und der Fachgesellschaft und so weiter. Unendlich viele. Also erstens mal eine ganze Menge verschiedener Labels. Wenn Sie zum Beispiel an den blauen Umweltengel denken, dann da sehen Sie, wenn Sie genau hinschauen, ganz klein in der Schrift, wofür das vergeben worden ist. Und da wird schon mal zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das heute noch immer der Fall ist, aber es wurde schon, ich habe schon gesehen, dass der blaue Umweltengel vergeben wurde für ein Produkt, weil die Verpackung relativ ökologisch gut ist, relativ zu anderen Verpackungen anderer Anbieter. Relativ, ja. Im absoluten Sinne ökologisch muss das deshalb noch überhaupt nicht sein.
So, mehr möchte ich da jetzt nicht sagen, nur Sie dazu sensibilisieren. Da lohnt es sich vielleicht mal, wenn es mich interessiert, doch mal in das Buch, was ich referenziere, was ich geschrieben hatte, hineinzuschauen zu dem Thema, weil ich da noch einige mehr, auch ein paar kritischere Fallbeispiele aufgeführt habe, die ich hier nicht aufführen möchte. So, das ist ein Punkt, wo überhaupt erstmal der Streit da ist. Gibt es überhaupt eine Replikationskrise oder gibt es die nicht? Und wenn es die gibt, wie krass ist die eigentlich? So. Wir reden von empirischen Studien. Das können zum Beispiel Umfragen sein, im soziologischen Bereich beispielsweise, oder das können auch Experimente im Teilchenbeschleuniger, in der Physik sein, oder was auch immer empirische Studien bedeuten können. Das können zum Beispiel Abgasuntersuchungen auf dem Prüfstand sein, wo dann geprüft wird, was ein bestimmtes Fertigungsgrad, ein bestimmter Motor so im Durchschnitt an Abgasqualität hat und so weiter. Ja, also sehr breit gefasst der Begriff empirische Studien. Und Replizierbarkeit ist natürlich erst einmal, also wenn ich zweimal dasselbe Experiment beim Teilchenbeschleuniger mache, und beim zweiten Mal kommt was völlig anderes aus als beim ersten Mal, dann ist das natürlich, dann muss da irgendwas falsch sein. Und es ist die Frage, ob das sensationelle Resultat, dass da ein neues Teilchen gefunden wurde, falsch ist, oder ob das ernüchternde Resultat, dass doch kein neues Teilchen gefunden wurde, ob das dann das Richtige ist. Ja, auch hier wieder eine Faustregel. Das nüchterne Resultat, das unspektakuläre Resultat ist wahrscheinlich das Richtige. Nicht immer, nicht gesichert, aber wahrscheinlich. Sollte man vielleicht als Arbeitshypothese erst einmal zugrunde legen, bis zum Beweis des Gegenteils. So, genauso bei soziologischen Studien, etwa Umfragen, Studierendenumfragen, wenn Sie in 2 verschiedenen Wochen nacheinander dieselbe studentische Evaluation in dieselben Lehrveranstaltungen machen und da kommen sehr unterschiedliche Werte raus, dann kann von Replizierbarkeit in dem Sinne natürlich nicht die Rede sein. Und der Punkt ist einfach der, man hat viele, viele Studien in verschiedenen Fachrichtungen, in der Medizin vor allem, aber auch darüber hinausgehend, auch in die Naturwissenschaften hinein, in die Psychologie hinein, hat man viele, viele Studien nachvollzogen nochmal, hat sie also nochmal neu gemacht und in einem dramatisch hohen Prozentsatz, teilweise weit über 50%, kam heraus, dass das neue Studienergebnis anders ist als das alte Studienergebnis. Ich sollte dazu sagen, es gibt auch Fachrichtungen, dazu muss ich auch meine Fachrichtung, die Informatik, zählen, wo man kaum jemals versucht, ein Ergebnis wirklich zu replizieren. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. In Informatik, denke ich, haben empirische Studien eine ganz andere Rolle, eher sozusagen als begleitende Bestätigung dafür, dass man das, was man da an Software, an neuen Algorithmen oder was auch immer gebaut hat, dass das irgendwie doch vernünftig läuft in der Realität und zumindest auf irgendwelchen Testmengen von Eingaben sogar besser läuft als alles bisherige. Da stellt sich der Bedarf nach Replizierbarkeit bei weitem nicht so hoch wie beim Auffinden eines neuen Teilchens im Teilchenbeschleuniger oder beim Auffinden eines sensationellen Zusammenhangs zwischen, weiß nicht was, Alkoholkonsum und Intelligenz oder wie auch immer, bei entsprechenden Umfragen in dem Bereich. Da ist es natürlich viel, viel wichtiger, dass die Ergebnisse wirklich gut abgesichert sind, unter anderem dadurch, dass man diese Studien auch nochmal, dass andere diese Studien nochmal wiederholen. So, was kann denn passieren? Warum kann das passieren? Wir hatten da schon, dass das Signifikanzniveau niemals ganz perfekt ist, sondern dass dann eben das Entdecken eines neuen Teilchens zunächst mal oder das Auffinden dieses Zusammenhangs zwischen Alkohol und Intelligenz auch mal durch zufällige statistische Fluktuationen zustande gekommen sei, dass man kleine Fluktuationen in der Menge der Probanden
Dann natürlich auch, dass häufig Studien nicht wirklich so sauber durchgeführt werden und auch hinterher die Sichtung der aus den Studien herausgekommenen Daten nicht so sauber ist, absichtlich oder unabsichtlich, nicht so sauber, wie man sich das wünschen würde, eben auch absichtlich. Und das soll jetzt keine abschließende Aufzählung sein. Es kann durchaus auch weitere Gründe geben dafür, warum Studien nicht bei Wiederholung nicht zum selben Ergebnis führen. Gut, also wir haben halten wir das nochmal fest. Potenziell haben wir das, dass eine einzelne Studie nicht unbedingt wirklich glaubhaft ist. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Aber zunächst mal gucken wir uns nochmal Abstracts an. Nochmal ein bisschen Wasser in den Wein. Ja. Das ist relativ einfach. Da muss man jetzt keine Studien nochmal, nicht nochmal dieselben Experimente oder Umfragen oder ähnliches machen, sondern man muss sich einfach nur die Publikation ansehen und gucken, passt die Zusammenfassung am Anfang der Publikation? Ja, jede Publikation in der Zeitschrift oder in einem Konferenzband oder ähnlichem hat erstmal ein Abstract, eine Zusammenfassung vorneweg, damit Leute erstmal das Wesentliche aus dem Papier, aus der Veröffentlichung erfassen können und zum Beispiel sich überlegen können, ob dieses Papier für die eigene Recherche relevant ist oder nicht. Ob es sich lohnt, für die eigene Arbeit dieses Papier genauer zu lesen, oder ob man es gleich wieder wegschieben kann. Und was man hier auch wieder sieht, ist, dass viele Abstracts nicht wirklich das leisten, was sie eigentlich leisten sollen, nämlich wirklich sozusagen werktreu wiederzugeben, was in diesem Papier steht. Oft genug, ja, wir hatten es im Kapitel 1, ja, es kommt auf die genaue Formulierung an. Ja, wenn man ein bisschen da unvorsichtig ist, ein bisschen nicht höllisch aufpasst, dann kann es sein, dass man eine Formulierung hineinbringt, die von den Lesenden dann hinterher von der Zielgruppe dann falsch verstanden werden könnte. Übertreibungen, ja, ein bisschen marktschreierisch sozusagen, dass man neugierig macht darauf, das Ergebnis zu lesen, aber auch oft genug auch aus Versehen Übertreibung durch Zuspitzung, dadurch, dass man eben in einem ganz kurzen Abstract was rüberbringen muss, wird man gar nicht verhindern können, dass man es zuspitzen muss. Und so eine Zuspitzung ist ganz, ganz, geht ganz, ganz schnell in die Richtung Übertreibung. Und auch das, was ich jetzt nicht weiter kommentieren muss, glaube ich. Und machen Sie sich klar, da war dann kein Journalist oder irgendjemand Drittes noch dazwischen, kein Angehöriger einer Presseabteilung, nichts dergleichen, sondern die Autoren, Autorinnen des Papiers haben den Abstract gelesen. Und wenn es sich um eine begutachtete Zeitschrift handelt oder ein begutachteter Konferenzband, dann haben die Gutachter und Gutachterinnen das gegengeprüft. Die haben hoffentlich das ganze Papier gelesen und auch den Abstract gelesen. Und man sollte meinen, dass denen auffällt, dass der Abstract gar nicht passt auf die Veröffentlichung. Aber offensichtlich ist das dann doch nicht so ganz einfach. Also, für diesen Punkt reicht das Lesen eines Abstracts sicherlich aus. Ja. Dass sie auch im Wesentlichen wissen, worum es überhaupt geht. Ja, dass die Fachbegriffe, dass sie von den Fachbegriffen, die da verwendet werden und Ähnlichem entscheiden können, ob das Papier nahe genug an ihrer Arbeit ist, dass es sich lohnt, das zu lesen. Wenn etwas für Sie wirklich relevant ist, dann sollten Sie. Also theoretisch sollten Sie das ganze Papier dann natürlich Komma für Komma lesen, aber wir sind alle nur Menschen, wir haben alle nur begrenzte Zeit. Das passiert in der Realität auch nicht unbedingt so, dass immer alle Papiere, die man zitiert, auch wirklich gelesen werden. Was sich zum Beispiel daran äußert, dass regelmäßig immer mal irgendwelche Veröffentlichungen zitiert werden in vielen, vielen Artikeln und diese Veröffentlichungen gibt es gar nicht.
Also offensichtlich wurde dann diese Veröffentlichung mal irgendwo aus Versehen eingeführt oder vielleicht verfälscht, ja, dass es eigentlich dahinter eine echte Veröffentlichung gibt, aber irgendwas wurde in der Zitierung, in der Referenzierung verfälscht. Und dann beziehen sich alle möglichen anderen Leute darauf und haben offensichtlich damit gezeigt, dass sie offensichtlich dieses Papier nicht gelesen haben, denn sie hätten es unter dieser Referenzierung, die sie da in ihre Bibliografie reinschreiben, unmöglich finden können. Ja, also mindestens die Schlussfolgerungen lesen, das auf jeden Fall ist wichtig. Und natürlich sollten Sie schon ein bisschen auch in die Ergebnisse, nicht nur die Schlussfolgerungen, sondern auch in die Ergebnisse schauen, aus denen die Schlussfolgerungen gezogen werden. Und natürlich auch sich nochmal ein bisschen mit der Methodik vertraut machen, ob das Ganze jetzt wahrscheinlich Hand und Fuß hat oder auch nicht. Denn Schlussfolgerungen sind auch, also der Zusammen Abstracts, Zusammenfassungen am Anfang einer Veröffentlichung sind häufig, bilden häufig das Papier nicht richtig ab, aber Schlussfolgerungen bilden häufig auch nicht die Ergebnisse richtig ab. So, Publikumsmedien. Was meine ich mit Publikumsmedien? Damit meine ich eben erstens mal kommerzielle wie Zeitungen, Zeitschriften, private Fernseh-Radio-Kanäle und ähnliches, auch Internetauftritte derselben Art. Aber ich meine damit auch durchaus öffentlich-rechtliche, denn auch die haben ebenfalls eine Problematik, weil sie erstens auch heutzutage unter dem Zwang stehen, hohe Einschaltquoten zu haben, um sich vor der Politik und vor der Gesellschaft zu rechtfertigen und zum Zweiten eben auch gucken müssen, dass die Werbeeinnahmen stimmen, denn die Öffentlich-Rechtlichen dürfen ja auch Werbung senden und dementsprechend Werbeerlöse einkassieren. Ja, und das heißt also, es gibt Nischen wie zum Beispiel den Deutschlandfunk, der da sozusagen unterm Radar mitläuft, der keine Werbung sendet, wo die Einschaltquote auch nicht so dramatisch wichtig für die Rechtfertigung ist, der einfach als, wenn man so will, als Referenz da ist, auf dem man sich jederzeit, wo man jederzeit, wenn man vielleicht ein etwas anderes Medium mit etwas anderer Berichterstattung braucht, worauf man sich dann beziehen kann. Und das in den Bereichen gibt es sicherlich noch etwas anderes, aber im Großen und Ganzen reden wir hier von Auflagen bei Zeitungen, Zeitschriften, Klickraten im Internet, Einschaltquoten bei Radio und Fernsehen, nicht? Dann gibt es natürlich auch, dass auch Journalisten, Redakteure, auch Verleger nur Menschen sind, also zum Beispiel der Axel Springer Verlag, der Herr Axel Springer, der in den 80er Jahren verstorben ist, der hat sich als Verleger sehr stark eingemischt in die politische Linie der Medien im Axel Springer Verlag. Das ist ein Beispiel dafür, dass auch Verleger sich potenziell einmischen. Sehe ich jetzt heute weniger irgendwo, aber mag es vielleicht trotzdem auch geben. Dann kommt noch dazu, dass ich kann mich an Zeiten erinnern, als es meines Erachtens eine andere Qualität von Fachjournalisten und Fachjournalistinnen gab als heute, die dann auch häufig richtig dicke, fundierte Bücher geschrieben haben über ihr Fachgebiet, anhand deren man dann nochmal wirklich sehen konnte, dass die Leute ihr Fach wirklich verstehen. Diese Art von Fachjournalisten, Fachjournalisten, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich heute nicht mehr. Wenn Sie jemanden im Auge haben, wo Sie denken, das könnte so jemand sein, dann nennen Sie mir bitte den Namen, dann gucke ich mir das gerne mal an und würde mich freuen, wenn es auch heute noch Fachjournalisten, Fachjournalistinnen gäbe, wie ich sie von früher her kenne. Aber wie gesagt, ich sehe die nicht. Ja, was heißt Allrounder? Sie kennen ja diesen schönen Spruch. Das ist auch der Titel eines Buches, das ich persönlich durchaus für interessant finde. In Mathe war ich schon immer schlecht. Ja, da kommt natürlich noch etwas hinzu, dass das MINT, Bildung in MINT,
in wesentlichen Bereichen unserer Gesellschaft sehr niedrig angesehen wird. Also ich kann mich erinnern, irgendwann 80er oder 90er Jahre kam beispielsweise von einem Dietrich Schwanitz ein Buch Bildung, alles was man braucht oder so ähnlich heraus. Wenn ich mich recht entsinne, war der Professor für Anglistik, aber das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Und er hat einfach so alles, was mit MINT zu tun hat, abgehakt, so gehört nicht zur Bildung und Ende. Ja, so krass wird man das heute vielleicht nicht mehr sehen, in der Theorie, aber in der Praxis vielleicht schon, wenn man sich anguckt, wesentliche Äußerungen von PolitikerInnen und JournalistInnen zu MINT-Themen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Klimawandel, Energiewende und ähnliches, was jetzt gerade wieder eine Diskussion ist, da muss man schon sagen, ja, der Spruch in MINT war ich schon immer schlecht, den könnten sich einige Leute doch tatsächlich zu Recht zu eigen machen. Das ist meine persönliche Meinung. So, das ist jetzt eine böse überspitzte Formulierung, aber wie üblich gehört da natürlich im Kern ein Stückchen Wahrheit dazu, denn es gibt Public Relations Abteilungen von Unternehmen und ähnliche versuchen immer wieder auch gute Journalisten, Journalistinnen anzuwerben und haben auch etwas zu bieten. Ja, viele, Sie wissen ja, viele Journalistinnen und Journalistinnen, möglicherweise inzwischen die Mehrheit, arbeiten in sehr prekären Verhältnissen als Selbstständige oder so oder ähnliches, müssen darauf hoffen, dass die Papiere, die Artikel, die sie verfassen, dann auch genommen werden und die Vergütungen werden immer von den Redaktionen gedrückt. So dass am Ende nicht viel übrig bleibt und ein großes Lebensrisiko, berufliches Lebensrisiko da ist, da hat so eine PR-Abteilung von einem Unternehmen natürlich etwas zu bieten, nämlich erstmal berufliche Sicherheit einer Dauerstelle plus Rentenversicherung und so weiter und eben auch ein ordentliches monatliches Gehalt, was viele im Journalismus nicht erreichen. Und das ist, sind so, so, vielleicht hat sich das jetzt inzwischen geändert, nachdem ein gewisser Sättigungsgrad erreicht ist, aber zumindest zeitweise waren das so und so viele, die aus dem Journalismus dann in die PR gewechselt sind, dass man schon die Frage stellen muss, was sind das eigentlich für Leute, die nicht gewechselt sind? Sei es, dass sie nicht wechseln konnten, sei es, dass sie nicht wechseln wollten. Gut, Publikumsmedien, nochmal daran anschließend, interessanter Punkt, da will ich nur ein Fallbeispiel herausgreifen, was mir vor ein paar Jahren mal untergekommen ist, stellvertretend für das, was Sie so täglich in den Publikumsmedien, so lesen Sie an sich, was ich unter Publikumsmedien hier verstehe. Zeitungen, Zeitschriften im allgemeinen Bereich, also jetzt nicht irgendwelche speziellen Zeitungen für spezielle Hobbythemen oder für spezielle professionelle Themen, sondern so die allgemein politisch, Wirtschaft, Sport, was also so dieses typische Sammelsurium, entsprechend Fernsehsender, Radiosender oder auch im Internet entsprechende vergleichbare Portale. Und da habe ich mal irgendwo diese Überschrift gelesen. Und wenn man dann reinliest, dann stellt man, also in der Anmoderation war das so ähnlich dargestellt. Und wenn man dann in den eigentlichen Artikel hineinschaut, dann sieht man, nur das Wort Unterhaltungssystem war überhaupt betroffen. Und durch den Absturz konnte man da einen gewissen Einfluss nehmen auf dem Bildschirm sitzt. Und das ist alles. Und die Überschrift lautete: Können Hacker Flugzeuge fernentführen? Ja. Anderes Fallbeispiel ist, was Sie immer wieder sehen, das war jetzt erstmal so ein einführendes, einmaliges Beispiel, aber natürlich finden Sie viele solcher Beispiele.
Ein immer wiederkehrender Punkt ist Umgang mit Gerichtsurteilen, also die Interpretation von Gerichtsurteilen. Da sehen Sie ja häufig, dass die Medien beispielsweise sehr emotional auch berichten über Gerichtsurteile, die sie für falsch halten. Und dann ist es natürlich insbesondere wichtig, was das Gerichtsurteil eigentlich wirklich besagt hat und wie es begründet worden ist. Das ist jetzt schon eine Weile her. Ich glaube, das war 90er Jahre. Der Verfassungsgerichtshof vom Freistaat Bayern hat ein Gesetz kassiert, also für nichtig erklärt, ein Gesetz, das in jedem Klassenzimmer ein Kruzifix aufzuhängen ist. Er hat also nicht Kruzifixe in Klassenräumen verboten, sondern nur den Zwang dazu kassiert. Aber ich kann mich noch deutlich erinnern, dass in vielen, vielen, vielen Beiträgen in den Medien, damals noch die alten Medien, damals gab es noch keine sozialen Medien außer dem Usenet in der Informatik, und das hat sich mit anderen Themen befasst. Aber in vielen, vielen Medien wurde das so dargestellt, kann ich mich noch gut daran erinnern, als wären jetzt Kruzifixe in bayerischen Klassenräumen verboten worden. Anderes Beispiel ist Vermögensteuer, auch in den 90er Jahren, ich glaube, zweite Hälfte der 90er Jahre, gibt es in zwei Schreibweisen, mit zwei S oder nur mit einem S, deshalb hier noch ein S in Klammern. So, es wird immer wieder, kommt ja mal das Thema Vermögensteuer auf. Das heißt also, dass man nicht von Einkünften Steuern erhebt, sondern von der Substanz. Also, dass Sie, wenn Sie 1 Million auf dem Konto haben, dass Sie dann, was weiß ich, bei Vermögensteuer 2%, dass Sie dann im ersten Jahr 2% von dieser 1 Million an Steuern abgeben müssen, also dann diese 20.000 Euro. Dann haben Sie also noch 980.000 Euro übrig, im zweiten Jahr dann 2% Entschuldigung, von diesen 980.000 Euro, also wieder knappe 20.000 und so weiter und so fort, solange Sie das Geld nicht vermehren, und um das wieder auszugleichen, wird es dann also ein fester Betrag von Vermögen, wird also Jahr zu Jahr durch Steuern dann kleiner. So, und häufig sehen Sie das Argument, geht nicht Vermögensteuer, weil das ist verfassungswidrig. In der Tat hat das Bundesverfassungsgericht die damalige Vermögensteuer, die damalige Ausgestaltung, als verfassungswidrig passiert. Und zwar, wenn ich mich recht entsinne, wegen der Ungleichbehandlung von Immobilienvermögen oder Sachvermögen gegenüber Geldvermögen. Oder vor ein paar Jahren gab es diesen Streit zwischen Polen und der EU. Was war dieser Streit? Der Streit war, dass der Europäische Gerichtshof entschieden hat, dass die polnische Verfassung, also insbesondere die polnische Ausprägung von bestimmten rechtsstaatlichen Dingen im Bereich Justiz, nicht konform ist zu den EU-Gesetzen. So, das hat er entschieden. Und der polnische Verfassungsgerichtshof hat entschieden, dass der polnische Verfassung höheren Rang hat und dementsprechend das rechtens ist. So, dann wurde unter anderem in Deutschland, kann ich mich noch gut erinnern, immer und immer wieder berichtet, das kann ja gar nicht sein, dass polnisches Recht über EU-Recht gestellt wird. Ja, die EU ist doch übergeordnet. Aber der Punkt ist eben der, dass es sich nicht um gleichrangige Gesetze handelt. Ja, worauf der polnische Verfassungsgerichtshof sich berufen hat, ist die polnische Verfassung. Und worauf sich der Europäische Gerichtshof berufen hat, ist EU-Wettbewerbsrecht. Und wenn Sie jetzt mal das ganze Thema Polen dabei vergessen und einfach nur das mal kurzzeitig aus dem Gedächtnis streichen und sich einfach nur mal überlegen,
Sie werden konfrontiert damit, dass eines der Mitgliedsländer der EU seine eigene Verfassung über EU-Wettbewerbsrecht stellt. Dem würden Sie doch zustimmen, oder nicht? Also ich denke, so sieht die Sachlage schon wieder ganz anders aus, aber habe ich so gut wie nie in unseren Medien gesehen. So, das ist alles, was ich zu den Publikumsmedien sagen möchte, anhand von ein paar Fallbeispielen, die Sie hoffentlich ein bisschen sensibilisieren. Dann möchte ich wieder zum Thema Studienlage zurückkommen, auch zum Thema Replikationskrise kommen wir da letztendlich wieder zurück. Unterschied Studie und Studienlage. Also, wir haben jetzt schon gesehen, auch beim Stichwort Replikationskrise, auch beim Stichwort Signifikanzniveau, dass eine einzelne Studie allein für sich genommen noch nicht glaubwürdig ist. Ja, also wir werden jetzt gleich noch Beispiele sehen, wo auch eine einzelne Studie durchaus glaubwürdig sein kann, aber so in der Regel gilt das nicht. Sie haben etwa statistische Fluktuationen, Signifikanzniveau war da das Stichwort. Sie haben potenziell methodische Mängel in der Studie. Manchmal auch sind es auch subtile methodische Mängel, die einem beim Lesen gar nicht auffallen, die aber trotzdem das ganze Ergebnis in Frage stellen. Oder auch das, dass die Schlussfolgerungen, die man daraus zieht, aus den Studienergebnissen gar nicht unbedingt etwas mit dem Studiengesicht daraus gar nicht schließen lassen. Ja, also zum Beispiel, Sie haben eine Studie gemacht, was weiß ich, dass Menschen, die Pizza essen, intelligenter sind und schließen dann daraus, Menschen, die Pizza essen, kommen besser mit Entscheidungen unter Unsicherheiten zurecht. Das passt nicht zusammen, denn Intelligenz haben Sie mit einem Intelligenztest getestet. Sicherlich, die typischerweise eben keine Entscheidung unter Unsicherheiten mit berücksichtigen, sondern eben in einer sehr, sehr sicheren Situation, wo alles bekannt ist, wo die Frage exakt bekannt ist, die Optionen bekannt sind, keine Abwägung. Es ist genau zwischen Optionen, es ist nur eine Option richtig, alle anderen sind falsch und so weiter und so fort. So. Wenn Sie sich einen Eindruck verschaffen wollen, das müssen Sie natürlich nicht selber machen, sondern machen typischerweise schon andere. Wenn Sie sich einen Eindruck verschaffen wollen, dann müssen Sie die gesamte Studienlage einbeziehen. Häufig gibt es eine umfassende, überzeugende Studienlage. Also zum Beispiel im medizinischen Bereich gibt es häufig umfassende Studienlagen bei so richtig zentralen Themen wie zum Beispiel bestimmte Krebsarten, Zusammenhang mit diversen Risikofaktoren wie Ernährung und Ähnliches. Da gibt es richtig viel große Studienlage, wo mit verschiedenen Studiendesigns, also wirklich auch verschiedene Möglichkeiten, die Frage anzugehen, dann betrachtet worden sind. Und dann, so dass man also sagen kann, wenn die Studienlage überzeugend ist, in dem Sinne, dass die weit überwiegende Mehrheit aller Studien in dieser Studienlage, aller seriösen Studien in dieser Studienlage tatsächlich auch in dieselbe Richtung weist, dann haben Sie schon eine gute, sichere Fundierung dafür, dass diese Richtung wohl die richtige ist. Aber das muss es nicht sein. Das heißt, dass es gar keine Studien gibt oder sei es, dass die Studienergebnisse in verschiedene Richtungen gehen, dass es keine überzeugende Richtung geht, dass nicht die Mehrzahl der seriösen Studien in dieselbe Richtung geht. Ja, dann muss man dazu sagen, dann kann die Wissenschaft wirklich nichts Fundiertes sagen. Das ist das Problem, dass natürlich die Wissenschaft gerne gefragt wird und gerne auch Antworten gibt und leicht dann dazu neigt, dann doch etwas zu sagen, wo es aber die Wissenschaft nichts sagen kann. Hier ist ein Beispiel, auch wieder aus der Medizin, Leukämie rund um Atomkraftwerke. So, da gibt es eine viel zitierte Studie, die KIK-Studie heißt die tatsächlich einen statistischen Zusammenhang gefunden hat, eine Korrelation rund um ein einzelnes Atomkraftwerk
hat man mehr, war es ein Einzelnes oder waren es mehrere, weiß ich nicht mehr genau, hat man eine erhöhte Anzahl von Leukämiefällen als anderswo gefunden. So, das hat die Leute natürlich nicht ruhen lassen. Die wollten dieses Ergebnis replizieren oder widerlegen, wollten sehen. Und natürlich auch, wenn dieses Ergebnis stimmt, was sind denn so die genauen Risikofaktoren, also genaueres Bild zu entwickeln, und haben dann zunächst mal gefunden, dass diese Kick-Studie doch erhebliche methodische Mängel hat, haben gefunden, dass in diversen anderen Ländern, also die Kick-Studie war in Deutschland, haben gefunden, dass in anderen Ländern nicht das Ergebnis replizierbar war, sondern dass da kein Zusammenhang gefunden worden ist. Und das habe ich nicht gemacht, aber es gibt ein Buch, in dem das gemacht worden ist, was ich auch in meinem Buch zitiere, oder Sie, wenn es Sie interessiert, können Sie da gerne mich auch fragen. Nämlich, man kann mathematisch leicht ableiten, dass irgendwo, auch hier haben wir wieder die statistische Fluktuation, auch wenn es gar keinen statistischen Zusammenhang gibt, irgendwo wird ein solcher Zusammenhang durch statistische Fluktuation messbar sein. Also Sie sehen, wir reden hier wirklich von ernsthaften Dingen. Wir reden nicht von akademischen Pseudoproblemen. So, weiterer Punkt bei der Studienlage, ein sehr problematischer Punkt, gegen den aber auch inzwischen in vielen Wissenschaftsbereichen angekämpft wird, nämlich, dass nicht alle Studien, die gemacht worden sind, auch veröffentlicht werden. Zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt ist, wie sensationell die Ergebnisse sind. Ja, also zum Beispiel die beiden wichtigsten Zeitschriften im naturwissenschaftlichen Bereich, wissenschaftliche Zeitschriften Science und Nature. Da geht jeder Artikel erst einmal an einen Wissenschaftsjournalisten und der entscheidet erst einmal, ob die Ergebnisse interessant genug sind. Und nur dann geht es eigentlich in die wissenschaftliche Begutachtung rein. Also ein Extrembeispiel oder ein sehr gut greifbares Beispiel dafür, wie wichtig die Sensation auch in der Wissenschaft ist. Ja. Wenn kein Zusammenhang zwischen Pizzaessen und Intelligenz gefunden ist, ist das unspektakulär. Wenn ein Zusammenhang gefunden wird, ist das spektakulär. Und das Erstere, diese wird nicht veröffentlicht werden, wahrscheinlich, und das Zweite wird veröffentlicht werden. Nun ist es aber das Problem, auch hier wieder eine Faustregel aus der Erfahrung heraus, dass diejenigen Studien, die spektakuläre Ergebnisse bringen, auch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit falsch sind. Also die Welt ist doch eher unspektakulär und es gibt eigentlich wenig greifbare Zusammenhänge zwischen so Indikatoren wie Intelligenz und Pizzaessen oder Ähnliches. Ja. Und dementsprechend aus der Erfahrung heraus muss man erstmal davon ausgehen, dass die spektakulären Ergebnisse eher die weniger wahrscheinlichen Ergebnisse sind. Dann gibt es aber noch einen anderen Punkt. Ja, häufig werden Studien ja fremdfinanziert, zum Beispiel durch Pharmaunternehmen im Pharmabereich und Ähnliches. Und wenn eine Studie nicht dem Geldgeber passt, dann kann der Veröffentlichung typischerweise widersprechen. Das ist also nicht immer, aber typischerweise ist das Moment. So, nach dieser kurzen Unterbrechung können wir an dieser Stelle weitergehen. Und zwar eben nicht immer, aber sehr häufig ist es so, dass in dem Vertrag der Geldgeber sich das Recht vorbehält, der Veröffentlichung zu widersprechen. Und ja, das setzt der Geldgeber sicherlich nicht ohne Grund hinein. So, interessante Frage bei der Studienlage, das ist ein schönes Beispiel auch für das Thema Studienlage. Ich sage nicht, dass ich die Homöopathie für falsch halte, das kann ich nicht beurteilen. Ich stelle hier die Frage, warum hält die Schulmedizin Homöopathie für falsch? Und häufig liest man beispielsweise auch in den allgemeinen, in Publikumsmedien, naja, es gibt keinen ordentlichen Wirkzusammenhang
keinen naturwissenschaftlichen Wirkzusammenhang, den man kennen würde. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist die Studienlage. Also gleich kommt noch der Disclaimer. Ich referiere hier Sachen, die ich nicht selber nachprüfen kann. Und die Behauptung ist ja eben, wie gesagt, nicht, dass ich die Homöopathie für falsch halte, sondern dass die Schulmedizin die Homöopathie für falsch hat. Und die Schulmedizin sagt, dass es eine umfassend aufgereifte Studienlage gibt und dass diese deutlich gegen Homöopathie spricht. Es gibt auch Stimmen, die sagen, nein, das stimmt nicht, die Studienlage spricht nicht gegen Homöopathie. So, also hier kommt jetzt der angekündigte Disclaimer. Ich sehe mich nicht zeitlich irgendwie in der Lage, das zu prüfen, was da richtig und was da falsch ist. Musste ich auch bisher nicht. Bis jetzt war ich noch nie in der Situation, dass diese Frage für mich relevant war. Kann mich also hier nicht verbürgen. Also müssen wir so stehen lassen. So, einzelne Studie reicht in der Regel nicht. Das hatten wir gesagt. Es gibt, das hatte ich am Anfang angekündigt, es gibt Ausnahmen, wo einzelne Studien doch ausreichen, nämlich zum Beispiel, wenn große Studien über längere Zeiträume gehen. Es gibt seit vielen, vielen Jahrzehnten, wann hat das angefangen? Ich glaube in den 50er Jahren, gibt es eine riesengroße Studie in den USA. Ich glaube, die ist inzwischen eingestellt worden, aber es ist viele Jahrzehnte lang gegangen, wo das ganze medizinische Personal oder große Teile des medizinischen Personals der USA regelmäßig verschiedene Untersuchungen unterworfen worden sind, sodass man also Langzeitstudien machen kann, zum Beispiel, wie haben sich diese Menschen vor 10 Jahren ernährt und welche Krebshäufigkeit haben sie jetzt heute? Ja, solche Sachen, wo man eben tatsächlich durch diese Langzeit betrachtet, Kausalitäten und nicht nur Korrelationen herausfinden kann. Ja? Sodass man, weil Kausalitäten haben ja etwas mit der zeitlichen Wirkung zu tun, von der Vergangenheit in die Gegenwart oder von der Gegenwart in die Zukunft. Sodass man, und vor allem auch, weil es eine riesengroße Anzahl auch von Leuten da mit mehr oder weniger freiwillig oder unfreiwillig da mitwirken. Zum Beispiel, das ist ein anderes Beispiel, wird in anderen Ländern sehr viel mehr gemacht. Zum Beispiel, dass alle Wehrpflichtigen einem Intelligenztest unterzogen werden. Hat natürlich, wenn wir zum Beispiel Wehrpflichtige betrachten, ist natürlich ein Unterschied, ob da nur Männer wehrpflichtig sind oder alle Geschlechter, wie beispielsweise in Israel. Und auch große Ausnahmen gibt von der Wehrpflicht, wie bei uns zum Beispiel, bevor die Wehrpflicht ausgesetzt worden ist vor über 10 Jahren, weil einfach nur noch ein gewisser Anteil jedes Jahrgangs eingezogen wurde, weil die Bundeswehr eben entsprechend nicht so groß war. Oder zum Beispiel auch wieder Israel, wo die Orthodoxen nicht zum Wehrdienst, nicht zum Wehrdienst, nicht wehrpflichtig sind. Gut, also Sie sehen, es sind eine ganze Menge verschiedener Facetten. Hier haben wir eine andere Facette, die sehr hilfreich ist für Ihre eigenen Recherchen. Wenn Sie zu Ihrem Thema auf eine Übersichtsarbeit jüngeren Datum stoßen, dann wird Sie die, denke ich, typischerweise sehr weiterbringen. Finden Sie unter dem Begriff Survey Paper im Englischen, wobei ich dazu sagen muss, Survey heißt hier Verschiedenes. Also eine Umfrage oder Ähnliches, eine solche statistische Erhebung wie eine Umfrage heißt im Englischen auch Survey. Aber hier ist es tatsächlich gemeint, eine Überblick über Studien, über eine Studie, wenn man so will, oder eine Zusammenfassung von Studien, eine Zusammenfassung der Studienlage. So, und da geht jeder solche Survey Paper hat einen aktuellen Forschungsstand zu dem Zeitpunkt der Abfassung, der Veröffentlichung dieses Papiers, dieser Übersichtsarbeit.
typischerweise natürlich ein spezielles Thema, zum Beispiel Zusammenhang zwischen einer bestimmten Krebsart und einem bestimmten Bestandteil der Ernährung oder solche Sachen so spezifisch, typischerweise. Werden Sie in Ihren Disziplinen sicherlich auch finden, solche Survey Papers, was immer Ihre Disziplinen sind. Aktueller Forschungsstand, ja, zum Datum der Einreichung, ja, wenn man reicht das Papier ein, wenn es fertig ist. Und danach ist es halt eingefroren, beziehungsweise es ist noch nicht mit dem Datum der Einreichung eingefroren, sondern häufig dauert der Prozess noch ein bisschen länger, der Begutachtung und der Annahme zur Veröffentlichung. Da können dann schon mal im Extremfall ein paar Jahre dazwischen gehen und dann haben die Autoren und Autorinnen typischerweise auch die Möglichkeit, dann noch Überarbeitung zu machen. Also dann reden wir vom aktuellen Forschungsstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Ja, typischerweise wird man kaum, wie das bei Covid war, eine Übersichtsarbeit eines Fernsehkochs zum Thema Covid-19 oder so akzeptieren, sondern das werden dann schon Virologen oder Epidemiologen sein, deren Arbeiten akzeptiert werden. Aber natürlich auch nicht blind, sondern nach Begutachtung. Eine Stelle, wo Sie häufig sowas finden, Übersichtsarbeiten, sind so die Literaturaufarbeitungen. Ja, also viele Dissertationen im empirischen oder im empirischen Bereich ist es ja wahrscheinlich ein Muss, haben ein Kapitel oder sonst wie organisiert für die Aufbereitung des Stands der Forschung in ihrem Bereich, also Literaturaufarbeitung, der Aufarbeitung der wissenschaftlichen Literatur. Und im Grunde ist das nichts anderes als eine solche Übersichtsarbeit, nur dass sie nicht als eigenes Papier in die Begutachtung geht und dann als eigenes Papier veröffentlicht wird, sondern als Teil einer Dissertation dann eben entsprechend von der Prüfungskommission begutachtet wird und dann aber auch typischerweise veröffentlicht wird, finden Sie dann mit den entsprechenden üblichen Suchmaschinenmöglichkeiten auch im Internet. Ein etwas anderes Beispiel, was auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen ähnlich aussieht wie eine Übersichtsarbeit, aber doch methodisch was anderes ist, ist eine sogenannte Metastudie. Was ist das wiederum? Eine Metastudie, man hat wieder ein eng eingegrenztes Thema, so wie Zusammenhang zwischen einer bestimmten Krebsart und einem bestimmten Nahrungsmittelbestandteil. Und da sucht man jetzt möglichst viele Studien, die nicht nur zu diesem Thema sind, sondern die möglichst gleichartig sind, die von der Methodik her sehr, sehr ähnlich sind, sodass man sie in einen Topf zusammenschmeißen kann. Und genau das macht man bei der Metastudie. Erstmal dieselbe Forschungsfrage, vielleicht nicht genau dieselbe Methodik, aber kompatible Methodik. Natürlich wird man nur hochwertige Studien zulassen, aber wenn man alle Studien, die nicht hochwertig sind, aussortiert hat, sollten dann schon noch ein bisschen was übrig bleiben. Und das ist jetzt der Unterschied zu einer Übersichtsarbeit. In einer Übersichtsarbeit schreibt man was auf als Übersicht über die Studienlage. Hier werden diese ausgewählten Studien zu einer Metastudie rechnerisch zusammengefasst. Ja, also man zählt sozusagen alle Köpfe, Anzahl der Probanden, Probandinnen zusammen, zählt zusammen, wie viele Leute Krebs hatten, wie viele Leute Himbeermarmelade gegessen haben und zählt dann zusammen, wie viele Leute Krebs hatten und Himbeermarmelade gegessen haben, um da einen statistischen Zusammenhang herzustellen. Aber eben über die ganzen Studien hinweg. Man tut sozusagen so, als wären diese einzelnen Studien Teile einer einzigen großen Studie und die rechnet man dann halt zusammen. Das ist der Sinn einer Metastudie. Ist, wenn gut gemacht, sicherlich sehr viel seriöser, sehr viel zielführender als einzelne Studien, aber muss halt die Qualitätskriterien auch erfüllen, dass die minderwertigen Studien aussortiert werden, dass genug an Studien noch übrig bleiben, dass die Methodik kompatibel ist, dass die Forschungsfrage dieselbe ist und so weiter. So, jetzt kommen wir zu dem Reizthema, was wir
schon mal heute hatten. Ich sehe aber, dass die Zeit so mehr oder weniger rum ist. Dann würde ich an dieser Stelle die Aufnahme stoppen und das Thema auf nächstes Mal verschieben.